Herzlich willkommen zum heutigen Webinar der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen. Wir sprechen zu Ihnen Frau Dr. Anna Braune, Leiterin der Abteilung Forschung und Entwicklung und Pascal Klaunig bei der DGNB, zuständig für das Thema Baukultur und die Zertifizierung für Innenräume. In den nächsten 60 Minuten stellen wir Ihnen die DGNB und die Kriterien von nachhaltigen Innenräumen vor. Wir beginnen mit der DGNB und dem System in der ersten halben Stunde. Im zweiten Teil geht es um das Warum, was und wie eines nachhaltigen Innenausbaus. Im Anschluss möchten wir Sie gerne ermutigen, mit uns und miteinander zu diskutieren und Fragen zu stellen. Jetzt beginnt Frau Dr. Braune mit der Einführung der DGNB. Unser Credo, heute für morgen bauen, ist aus einer Idee entstanden, dass wir, wissend, dass kein Wirtschaftszweig langlebigere Werte schafft wie die Bau- und Immobilienwirtschaft. Unser Credo spiegelt also wieder, was uns wirklich wichtig ist, die Zukunft. Und ausgehend davon, von der Brundtland-Definition eigentlich, die drei Säulen der Nachhaltigkeit, Ökologie, Ökonomie und Soziales gleichwertig zu betrachten, haben wir uns aufgemacht, dies für die Bau- und Immobilienwirtschaft zu übersetzen, für ein zukunftsfähiges Bauen und Betreiben. Die ganzheitliche Nachhaltigkeit ist uns besonders wichtig, weil nur die drei Säulen miteinander, also Umwelt, Wirtschaft und Mensch, gemeinsam die Zukunft gestalten können. Als Verein haben wir uns auf Basis des Rahmenwerks den Transformationsprozess des Sektors zu begleiten. Wir wollen unterstützen und anleiten und allen Akteuren und Entscheidern alle Hilfe geben, die sie dafür benötigen. Die DGNB bündelt die Ideen rund um das Thema nachhaltiges Bauen. Wir sind eine Organisation, die sich 2007 gegründet hat, heute aus mehr als 1200 Mitgliedsorganisationen besteht und eine unabhängige Non-Profit-Organisation darstellt. Wir haben mehr als 500 Ehrenamtliche tätig in unserem Verein und verstehen uns als starkes Netzwerk von Vordenkern und vor allem von Machern. Wir sind die Umsetzer. In unserer Mitgliedschaft haben wir alle Akteursgruppen repräsentiert und sie engagieren sich in Beiräten, im Expertenpool und auf Veranstaltungen. Die 40 Mitarbeiter der Geschäftsstelle arbeiten tagtäglich daran, dass unser Ziel, dass alle Menschen glücklich und gesund in einer gebauten Umwelt leben und arbeiten, in der sich die Natur und die Menschen entfalten können. Letztes Jahr haben wir uns stärker noch auf Zukunftsthemen orientiert, an denen wir gemeinsam mit unseren Mitgliedern noch stärker arbeiten möchten. Die sogenannten DGNB-Leitthemen. Das Leitthema Klima, Energie, Ressourcen ist ein Thema, ohne das man sich eine Zukunft nicht vorstellen kann. Wir wissen seit dem Paris-Abkommen beispielsweise, dass eine nahezu oder eine klimaneutrale Bauwirtschaft bis Mitte des Jahrhunderts geschaffen sein muss. Im Bereich Gesundheit, Komfort und Leistungsfähigkeit wissen wir, dass wir Gebäuden und auch Quartieren das Maximale herausholen können. Produktivität beispielsweise und Werte schaffen, an denen man sich messen kann. Zukunft Wohnen, Zukunft Stadt, ein Leitthema, was uns am Herzen liegt, beschäftigt sich zum Beispiel mit dem Thema Bezahlbarkeit von Nachhaltigkeit. Und ganz klar, Digitalisierung, eines der Megatrends überhaupt, ist auch für uns ein relevantes Thema, mit dem wir uns beschäftigen. Und ganz wichtig auch, die Umsetzung von Planungs- und vor allem Baukultur, wo Dinge, die auch gestaltet sind, haben einen langfristigen Wert. Wir möchten den Transformationsprozess unterstützen, indem wir, wie machen wir das? Wir möchten den Transformationsprozess unterstützen, indem wir Qualifikation für die Menschen anbieten,
mit unserem DGNB-System einen Leitfaden zur konkreten Umsetzung bieten und als drittes Informationen für die komplexe Entscheidung auf Produktebene geben, der Navigator. Ich übergebe jetzt an meine Kollegin Pascal, die auf die Themen noch enger eingehen wird. Vielen Dank, Anna. Neben der Vereinsarbeit hat sich die DGNB drei Geschäftsbereiche oder besser ausgedrückt drei weitere Instrumente, mit denen sie nachhaltiges Bauen in die Breite trägt. Das DGNB-System bildet hierbei das Herzstück. Zusammen mit vielen Experten und im Austausch mit dem Bund hat man seit Vereinsgründung daran gearbeitet, der Markt nicht nur ein Zertifizierungssystem, sondern auch eine adäquate Definition für nachhaltiges Bauen zu liefern. Seither wurde das System stetig auf den deutschen Markt wie auch den internationalen oder Gesetzgebungen, gesellschaftliche und technische Entwicklungen hin angepasst. Der DGNB Navigator ist eine Online-Plattform für Bauprodukte, die den Herstellern ermöglicht, ihr Produkt über maximale Transparenz hinsichtlich ihrer Einflussfaktoren aufs nachhaltige Bauen darzustellen. Sie dient als Schnittstelle zwischen Planern und Herstellern. Die DGNB Akademie bedient sich wiederum all dem Wissen, das in den Mitgliedsunternehmen, dem Expertenpool und den ausgearbeiteten Kriterien des Systems verankert ist. Und schult als Fortbildungsinstitut die Experten von morgen. Inhaltlich bietet die Akademie einerseits Allgemeinwissen zum nachhaltigen Bauen an, andererseits auch maßgeschneiderte Inhouse-Schulungen für Unternehmen, welche direkt auf deren Produkte oder deren Aufgabengebiete zugeschnitten sind. Mittlerweile gibt es bereits 2700 DGNB-Experten in über 31 Ländern. Erreicht wurde das beispielsweise zusammen mit 45 Hochschulen, die das gemeinsam definierte Grundlagenwissen nachhaltiges Bauen in ihre Lehrpläne erfolgreich integrieren konnten. Zu den Partnern der DGNB-Akademie im Bereich des modularen Fortbildungsprogramms in Deutschland vor allem zählen Architektenkammern und das Institut Bauen und Umwelt. Drei Abschlüsse gibt es bei der DGNB. Der Registered Professional baut auf dem Grundlagenwissen zum nachhaltigen Bauen auf. Neben den Universitäten werden die Inhalte auch innerhalb eines Zweitagesseminars von der DGNB gelehrt. Für den Abschluss ist jedoch nur das Bestehen einer Prüfung notwendig. Der DGNB Consultant beschäftigt sich inhaltlich mit dem DGNB-System und den Bewertungskriterien für nachhaltige Gebäude, Quartiere und Innenräume. In der Praxis ist er oft ein Berater für nachhaltiges Bauen, bildet die Schnittstelle zwischen Planer und Auditor oder unterstützt auf Seiten des Bauprodukteherstellers seine Produkte den Anforderungen an zukünftiges Bauen auszurichten. Die Ausbildung zum DGNB-Auditor baut auf die Inhalte des Consultants auf. Er ist der Spezialist für die Kriterien des DGNB-Bewertungssystems in der Anwendung. Er begleitet die Bauprojekte, oft als Zertifizierungsberater, bewertet Gebäude hinsichtlich der Nachhaltigkeit und reicht dies bei der DGNB-Zertifizierungsstelle zur Konformitätsprüfung ein. Für einen Consultant gibt es drei Wege zum DGNB-Auditor. Eine Hausarbeit mit einem anschließenden Workshop, ein betreutes Audit, das heißt, Sie reichen selbst ein Projekt bei der DGNB ein, lassen sich im Prozess allerdings von einem Auditor unterstützen und beraten. Der dritte Weg ist die Teilnahme an der Erstanwendungs- oder Pilotphase eines neu einzuführenden Nutzungsprofils einer Zertifizierung. Innerhalb drei begleitender Workshops übernimmt hier die DGNB selbst die Betreuung der Consultants und unterstützt sie bei ihrem Projekt. Aktuell organisieren wir solche Workshops auch für die Zertifizierung für Innenräume. Der DGNB Navigator ist eine Online-Plattform für die qualifizierte Bauproduktwahl. Das heißt, es handelt sich nicht um eine Produktzertifizierung, sondern um ein Instrument, die richtige Wahl zu treffen. Entsprechend der Bewertungskriterien für nachhaltiges Bauen sind für jedes Produkt die jeweiligen Einflussfaktoren explizit aufgelistet und geben sowohl dem Planer als auch dem Bauprodukthersteller wichtige Hinweise und klare Antworten. So finden Sie am Beispiel eines Teppichbodenbelags die Daten zur Ökobilanz, Einflüsse auf die Lebenszyklusrechnung, die Recyclingfreundlichkeit, Schadstoffgehalt, die Brandschutzklasse oder das Potenzial zur Trittschalldämmung und vieles mehr.
Neben der Transparenz bietet der Navigator aber auch ein ideales Hilfsmittel bei der Zertifizierung selbst, da der Produkthersteller hier bereits die Möglichkeit hat, seine EPDs, sein Sicherheitsdatenblatt oder andere Nachweise hochzuladen und den Auditoren zur Verfügung zu stellen. Nach einer kostenlosen Registrierung stehen Ihnen alle Daten zur Verfügung und können ganz leicht über den Filter nach Produktgruppe oder Hersteller sortiert werden. Wenn Hersteller alle relevanten Angaben ausgefüllt und eine projektspezifische EPD hinterlegt haben, dann erhalten Sie das DGNB-Navigator-Label mit einem Registrierungscode, das Sie auf dem Produkt bzw. auf der Verpackung abbilden dürfen. Ganz neu ist jetzt auch die Möglichkeit, Möbel im Navigator einzustellen. Diese Option haben wir im Zuge der Einführung der Innenräume-Zertifizierung erst eingerichtet. Das DGNB-System, Pascal hat es Ihnen gerade schon gesagt, ist ein Leitfaden oder besteht aus einer Vielzahl von Leitfäden zur konkreten Umsetzung an den tagtäglichen Entscheidungen, die wir treffen müssen, um nachhaltiger zu bauen. Uns ist wichtig, dass wir diese Entscheidungen auf allen Ebenen und allen Maßstäben bereitstellen können, vom Quartier über das Gebäude bis hin zu Innenräumen und für alle Nachhaltigkeitsthemen und alle Lebensphasen. Und um das Ganze dann auch noch auszuzeigen, also zu prüfen, haben wir uns gesagt, dass es extrem wichtig ist, auch eine geprüfte Qualität bereitzustellen. Das DGNB-System ist inzwischen seit vielen Jahren angewandt. Wir wissen, dass wir Marktführer in Deutschland sind mit unserem System bei der Auszeichnung von Gebäuden. Wir haben international, sind wir anerkannt als auch inhaltliche, sozusagen als Content Leadership System. Und wir haben einige Zertifikate im Ausland schon machen können und gesehen, dass diese Qualitätsstandards, die Made in Germany, auch dort angewandt werden können. Wir haben mit mehr als 2100 Auszeichnungen inzwischen einen großen Erfahrungsschatz auch gesammelt, wie nachhaltiges Bauen, die Kriterien des DGNB-Systems tatsächlich umgesetzt werden können. Das ist unsere Erfahrung. Und das Credo vor allem bei der Entwicklung vom DGNB-System ist, dass wir mit dem Markt und Experten für Nachhaltigkeit für den Markt praxistaugliche Instrumente entwickeln. Als das DGNB-System hat ganz bestimmte Eigenschaften. Wichtig ist vor allem, dass wir uns als Optimierungstool zur Erhöhung der Nachhaltigkeit dieses System verstehen und Inspiration geben für mehr Nachhaltigkeit in jedem Projekt. Das Thema Handhabbarkeit haben wir insofern unterstützt, als dass wir einen Software-Support für alle unsere Nutzungsprofile bereitstellen, was sozusagen das tägliche Doing wirklich der Planer unterstützen kann. Die Adaptierbarkeit auf individuelle Lösungen ist für uns ein ganz wichtiges Thema und die flexible Anwendung für Nutzungen, die aktuell noch nicht vorhanden sind. Wir wissen eigentlich auch, dass wir für alles dort eine Antwort geben können. Wenn man mit uns ins Gespräch geht, finden wir eigentlich immer für alles eine Lösung. Wichtig ist, uns die Planungs- und Investitionssicherheit bei Ihren Projekten sicherzustellen über das Thema Zukunftsfähigkeit. Wir möchten mit unserem Zertifikat vor allem auch eine geprüfte Qualität, also von einer unabhängigen Organisation, Standard, auch eine geprüfte Qualität Ihnen, also dem Markt, bereitstellen. Und ganz wichtig ist uns die EU-Konformität, also das Regelwerk und vor allem der Kontext, in dem wir uns hier in Europa und in Deutschland befinden, adäquat in unserem System auch wiederzuspiegeln. Dort keine Mehraufwendungen für Nachweise, die auf dem Markt beispielsweise nicht angewandt werden oder auch einfach die Standards, die man hier kennt, entsprechend einfließen zu lassen. Die Eigenschaften, die die Inhalte des Systems am besten beschreiben, sind die folgenden. Zum einen wollen wir die, wie es unser Credo auch sagt, die drei zentralen Nachhaltigkeitssäulen, die Ökologie, Ökonomie und die soziokulturellen Faktoren, nebeneinander stellen,
und mit diesem Rahmenwerk entsprechend die Nachhaltigkeit wirklich umsetzen. Als zweite Eigenschaft ist die Performance-Orientierung hervorzuheben. Wir stellen kein System bereit, was einzelne Maßnahmen nur bewertet, sondern grundsätzlich immer davon ausgeht, die Gesamtperformance des Gebäudes oder des Quartiers oder des Innenraums zu erhöhen. Wichtig ist uns da die Gestaltungsfreiheit, die die Planer haben, aber auch die Investoren und die Technologieoffenheit, mit der die Lösungen umgesetzt werden können. Wir möchten keine Innovationshinderer sein, deshalb ist die Performance-Orientierung besonders wichtig. Und auch wichtig ist uns die Lebenszyklusbetrachtung, also wirklich von der Wiege bis zur Bahre alle Aspekte des nachhaltigen Bauens, sei es jetzt die Materialität, woher kommen die Stoffe, mit welchem Energiebedarf wurden sie entsprechend bereitgestellt, die Materialien, die man braucht, welche Emissionen, welche Schad- und Risikostoffe spielen bei der Herstellung, bei dem Einbau, bei der Nutzung oder auch im Lebensende, im möglichen Lebensende eine Rolle. Wir schauen uns also alles wirklich von der Wiege bis zur Bahre an, so gut es geht und die Informationen zur Verfügung stehen. Weil nur dann kann man auch entsprechend die richtigen Entscheidungen treffen und sein Geld, das man in Nachhaltigkeit investieren möchte, am effektivsten umsetzen. Die Drei-Säulen-Philosophie haben wir in unserem System entsprechend konsequent umgesetzt. Auf der linken Seite sehen Sie die Gewichtungen, jetzt am Beispiel Gebäude, wie wir mit den Themen umgehen. Die ökologische Qualität als eine Säule, die ökonomische Qualität und die soziokulturelle und funktionale Qualität stehen bei uns gleichgewichtet nebeneinander. Wir wissen auch, dass es bestimmte Qualitäten gerade bei Gebäuden gibt, die übergeordnet in alle drei Säulen auch einfließen. Sei es die Gebäudehülle oder das Thema Mobilität. Diese Themen sind in der technischen Qualität verortet und machen einen genauso großen Anteil in der Bewertung aus wie die anderen drei Säulen. Und ganz wichtig ist uns die Prozessqualität, die den gesamten Planungs- und Ausführungsprozess mit Hilfestellungen begleitet. Und dafür haben wir auch entsprechend 10% der Bewertung vorgesehen. Die Standortqualität ist aktuell noch außen vor, wird als einzelne Note ausgegeben, aber zeigt, möchte ein Leitfaden sein, welcher Standort für ein Gebäude bestimmte Nachhaltigkeitsqualitäten auch auszeichnet. In der Mitte sehen Sie eine Infografik, die bei uns aus der Software herauskommt, bei der Anwendung des Systems. Sie sieht aus, man könnte sie bezeichnen als wie ein Fingerabdruck eines jeden Projektes zur Nachhaltigkeit und kann dies entsprechend als Optimierungstool auch nutzen. Die Qualitäten hier farblich auch markiert und zugeordnet in den Kriterien. Im Beispiel Gebäude haben wir 36 bewertete Neubaukriterien. Können Sie die Gewichtung ablesen und Sie wissen in Ihrem Projekt, wie gut Sie stehen aktuell und wo Sie vielleicht noch etwas nachlegen könnten. In der Mitte ist das sogenannte Gesamterfüllungsgrad abzulesen, der schlussendlich nach Einreichung der Dokumente bei uns und erfolgreicher Prüfung dann in einer Auszeichnung mündet. Die Auszeichnung vergeben wir in verschiedenen Stufen. Hier links dargestellt, wir rechnen den sogenannten Gesamterfüllungsgrad in die Auszeichnung um und die Plakette, die Sie erhalten, entspricht dann der Auszeichnung von Bronze bei Bestandsgebäuden und im Betrieb über Silber, Gold bis zum Platingebäude. Wichtig ist uns dabei der sogenannte Mindesterfüllungsgrad aller Qualitäten. Das heißt, dass wir eine ausgeglichene Nachhaltigkeit erreichen, also die schlechteste Qualitätsgruppe sozusagen bestimmt dann auch noch die Bewertung. Wir möchten, dass sowohl ökologisch als auch ökonomisch und soziokulturell und funktional und technisch entsprechend gut gearbeitet wird und ein jeweils gleiches oder ähnliches Level erreicht wird. Die Auszeichnungen, die wir anbieten, bieten wir für alle Phasen eines Projektes an, also
von der Konzeptionierung, also der Planung mit unserem Vorzertifikat im Neubau, über die Umsetzung, also das Zertifikat des Neubaus, entsprechend wirklich im Neubaubereich. Wir bieten aber auch für den Betrieb Zertifikate an, zum Beispiel unser Bestandszertifikat, aber auch das Zertifikat für Gebäude im Betrieb oder für die Sanierung. Also wir bieten für alle Maßstäbe, Innenräume, Gebäude und Quartiere, alle Lebensphasen, Neubau, Betrieb, Bestand und eine Vielzahl von Nutzungen wie Wohnen, Büro, Handel, Industrie, Bildung und selbstverständlich die Kombinationen dieser unser System an. Damit das Ganze nicht so trocken rüberkommt, einfach ein paar Impressionen, wie DGNB-zertifizierte Gebäude aussehen. Sie sehen nicht alle gleich aus, man mag es kaum glauben. Die Gestaltungsfreiheit ist uns ja das oberste Credo und von daher hier als Beispiel einer Kindertagesstätte ein wunderschönes Gebäude, wirklich gestalterisch und visuell sehr gelungen, wo auf alles rund um das Thema Nachhaltigkeit Wert gelegt wurde. Und eine Auszeichnung, unsere höchste Auszeichnung in Platin für das sogenannte Nutzungsprofil Bildungsbauten erhalten hat. Anderen Gebäuden sieht man die Nachhaltigkeit eher an. Hier wurde stark auf das Thema Materialität geachtet beim Verteilzentrum von Alnatura. Hier kann man auch schon vielleicht die Motivation des Auftraggebers ablesen, mit dem das Thema Marke und auch Reputation und Wiedererkennbarkeit natürlich wichtig ist und dass ein Zertifikat von uns in Gold für das Nutzungsprofil Industriebauten erhalten hat. Ein anderes Beispiel ist das wunderschöne Kunstmuseum in Ravensburg, welches auch eine extra Auszeichnung erhalten hat, ein Zertifikat in Gold im Nutzungsprofil Versammlungsstätten. Sie sehen also, allein diese drei Beispiele zeigen, wie unterschiedlich nachhaltig umgesetzte Gebäude aussehen können, wie Gestaltung gegebenenfalls eine Rolle spielt. Und hier bei der Wittenstein Innovationsfabrik, die sehr eng mit dem Nutzer abgestimmt erstellt wurde und sehr viele individuelle Eigenschaften hat und auch auszeichnen konnte, für ein Beispiel, welches eine Mischnutzung darstellt, also eine Fabrik und eine Planungseinrichtung, auch ein ganz anderes Beispiel von nachhaltigem Bauen. Wenn wir sagen, wir denken nachhaltiges Bauen weiter, dann meinen wir vor allem, dass wir an die unterschiedlichen Phasen im Lebenszyklus eines Gebäudes daran arbeiten. Wir haben das Thema Neubau auf dem Schirm. Wir wissen, dass aber ab Tag 1 ein Gebäude im Betrieb ist und dafür haben wir ein extra sehr schlankes Zertifikat für Gebäude im Betrieb mit nur 9 Kriterien, an denen man sich sozusagen sein tägliches Ausrichten, der Betreiber, die Nutzer, aber auch der Investor dran messen kann und immer weiter sich optimieren kann. Wir haben eine Bestandszertifizierung, die ein bestehendes Gebäude anhand von bestimmten Kriterien einfach evaluiert, wie nachhaltig es im Vergleich zu einem Neubau ist. Wir haben das Thema Sanierung, in dem Fall, wenn ein Besitzer, ein Bauherr sagt, so, nun muss ich mal wieder ran, wie entsprechend dann auch ein Sanierungsprojekt nachhaltig umgesetzt werden kann. Und wir haben die verschiedenen Maßstäbe. Die Maßstäbe, das hatte ich schon mehrmals gesagt, aber nochmal, dass es klar ist, auch wir zertifizieren Quartiere, bestimmte verschiedene Quartiersaspekte, Gewerbequartiere, Mischquartiere, Industriequartiere, wir haben auch Stadtquartiere, haben dafür jeweils eigene sogenannte Nutzungsprofile entwickelt, wir haben das Thema Gebäude und jetzt ganz neu das Thema Innenräume. Innenräume ist ein Planungswerkzeug für den nachhaltigen Innenausbau und die Möblierung von solchen Projekten und es ist ein Werkzeug,
Leitfaden zur Inspiration und dann auch zur Prüfung, also Darstellung einer geprüften Nachhaltigkeitsqualität für die Arbeit von Innenarchitekten, für die Nutzer von Büro- und Handelsflächen und deren Bauherren. Wann immer man über das Thema Nachhaltigkeit redet, ganz wichtig zu verstehen ist eigentlich, dass 4 generelle Vorteile immer zu sehen sind. Meine Kollegin Frau Klaunig wird Ihnen gleich noch die genauen Vorteile von Innenräumen darstellen, aber als Einführung ganz kurz nochmal auch zum Verständnis zum Thema Nachhaltigkeit mit einer Auszeichnung oder einer externen Darstellung, dass man sich um das Thema Nachhaltigkeit kümmert, wissen wir, dass die Reputation eines Unternehmens, eines Planers, eines Bauherren, eines Kunden entsprechend erhöht wird. Die Kommunikation zum Kunden ist sehr wichtig und das Thema Marke und Aufladung der Marke mit dem Thema Nachhaltigkeit wissen wir, dass es sehr viele Effekte hat. Inhaltlich wissen wir auch, dass mit dem Thema Nachhaltigkeit Risiken gemanagt werden können. Diese Risiken können sich auf die Zukunft beziehen, welche Materialien können Probleme bereiten in der Entsorgung, bei der Instandsetzung. Die Risiken können aber auch ganz aktuell ein zu hoher Energiebedarf, eine nicht adäquate Nutzung betreffen. Und die Risiken, wissen wir einfach auch, können auch in Zukunft kommen, wenn ich nicht weiß, eine Transparenz beispielsweise rund um das Thema CO2-Emissionen, wenn ich nicht weiß, wie viel ich emittiere, weiß ich auch nicht, wie schlimm es ist, wenn tatsächlich einmal beispielsweise eine CO2-Steuer kommen könnte, was dann ein sehr schnelles, starkes finanzielles Risiko für ein Projekt auch darstellen könnte. Das Thema Kosten reduzieren. Wir haben selbstverständlich immer die Hoffnung, dass mit unseren Tools auch Optimierungspotenziale gefunden werden, die ganz aktuell das Thema Kostenreduktion vorantreiben können. Wir wissen aber auch, und das ist unsere Idee der Lebenszyklusbetrachtung, dass wir vor allem auch von Folgekosten reden. Seien es nun die Nutzungskosten oder die Kosten, die ich habe durch den Ausfall beispielsweise, die Nichtvermietbarkeit, eine geringere Produktivität der Mitarbeiter, höhere Fluktuation oder ob es Entsorgungskosten sind, die eine größere Rolle spielen können. Und der letzte Punkt, Werte steigern, das ist etwas, woran wir ganz stark glauben, dass nachhaltig umgesetzte Gebäude, Quartiere und Innenräume an sich einen höheren Wert darstellen und vom Markt mit seinen Vorteilen entsprechend auch angenommen werden. Ich hatte es gerade schon genannt, sei es das Thema Produktivität von Flächen, die erhöht werden, oder Vermietbarkeit. All das sind Werte, von denen wir wissen, dass sie am Markt eine große Rolle spielen. Und damit zum Thema Innenräume. Genau. Im zweiten Teil des Webinars geht es um Innenräume nachhaltig gestalten. In den nächsten 30 Minuten stellen wir uns den Fragen, warum Innenräume nachhaltig gestalten bzw. warum sie zertifizieren, was ist ein nachhaltiger Innenausbau und welche Kriterien definieren ihn und wie kann ich diesen möglichst effizient bewerten. Nachhaltigkeit im Innenraum spielt eine entscheidende Rolle für viele Aspekte, aber vor allem für den Nutzer. Gesundheit, Komfort und Wohlbefinden sind ureigene Bedürfnisse des Menschen. Das DGNB-Zertifikat für Innenräume fokussiert auf diese Bedürfnisse und schafft damit die Basis für einen langfristigen Mehrwert. Aber auch Ressourcenschonung und der Einsatz schadstoffarmer und nachhaltig gewonnener Bauprodukte zählen zu unseren Versprechen. Wir fördern wirtschaftliches Handeln im Hinblick auf die kurze Lebensdauer und zukunftsfähige Ausbau- und Möblierungskonzepte. Das höchste Gut und die Grundlage jeder Kriterienentwicklung ist immer der Nutzen aller Akteure. Konkret heißt das die Work-Life-Balance, Erschließung neuer Kundengruppen, Produktivität und die Umsatzsteigerung, aber auch die zusammenhängende Kundenzufriedenheit und Mitarbeiterbindung. Sie sehen also, ökonomische, ökologische und soziale Ziele lassen sich oft gar nicht voneinander trennen.
Ein werthaltiger Ausbau schafft eine gesunde Arbeitsumgebung, was die Produktivität der Mitarbeiter steigert, die Kunden zufriedenstellt, den Umsatz steigert und so weiter. Die Vorteile einer nachhaltigen oder ökologischen Zertifizierung sind auch auf dem deutschen Markt mittlerweile angekommen. Wir haben also all diese definierten Ziele für Nutzerkomfort, Ressourcenschonung und so weiter. Es gibt aber noch viele weitere Einflüsse, die auf die Entwicklung eines Zertifizierungssystems mit einwirken. Wir durchlaufen einen stetigen gesellschaftlichen Wandel durch einen Generationswechsel, immer älter werdende Menschen, wachsende ökologische Werte, Veränderungen durch die Elektromobilität und die Digitalisierung vorangetrieben werden, aber auch sich ändernde Gesetzgebungen wie die Energieeinsparverordnung wirken von außen auf die Definition von nachhaltigen Bauen ein. Demgegenüber stehen die Kriterienentwicklung der DGNB zusammen mit vielen Experten, die Entwicklung eines unabhängigen Standards und eine Prüfung dessen durch unabhängige Dritte. Die Kriterien selbst zusammen mit den vielen Arbeitstools unterstützen den Planer dabei, kompetente Entscheidungen zu treffen, und durch eine stete Weiterentwicklung der Kriterien versuchen wir, stets einen Schritt voraus zu sein. Wir haben uns im letzten Jahr nochmal zurückgezogen. Wir hatten bis dahin schon mal ein sogenanntes Nutzungsprofil Mieterausbau in der Version von 2012 bereitgestellt und haben daraus gelernt. Wir haben die Anzahl der Kriterien von damals 23 auf nun 16 für Büros oder 13 im Bereich Shopping heruntergefahren. Wir haben die Kriterien auf die wirklich vom Nutzer, vom Projekt beeinflussbaren Aspekte reduziert. Wir haben uns das Thema Möbel wirklich vorgenommen und entsprechend in die Betrachtungsrahmen einbezogen. Wir haben ein neues Kriterium entwickelt, welches sich um Energieeffizienz und Klimaschutz handelt. Wir haben den Aufwand reduziert und ein vereinfachtes Verfahren hier eingeführt und auch damit es uns erlaubt, die Zertifizierungsgebühren wirklich herabzusetzen. Und wir bieten jetzt an, auch Serienzertifizierungen durchzuführen für Investoren oder Planer oder gesamte Shop-Konzepte. Inhaltlich befinden sich, wie gesagt, in dem gesamten System 16 respektive 13 Kriterien. Angefangen bei der Prozessqualität oben links schauen wir auf die Konzeptionierung und die Voraussetzung für eine optimale Nutzung, die Vorbereitung des Projektes, aber auch die Gestaltung. Im Bereich Technik fokussieren wir auf die Rückbau- und Recyclingfreundlichkeit, wohl wissend, dass diese Innenräume ja auch immer sehr kurze Lebenszyklen haben und oftmals im Bereich Handel ja schon nach 5 Jahren oder im Bereich Büro nach 10 entsprechend überarbeitet werden. Ökologisch legen wir relativ viel Gewicht auf das Thema Umweltwirkungen über den Lebenszyklus, aber auch Risiko und Schadstoffe und Energieeffizienz und Klimaschutz. Nichtsdestotrotz natürlich auch das Thema, woher die Materialien kommen, also Holz und Naturstein, schauen wir uns auch genauer an. Im Bereich Ökonomie bieten wir an, dass eine Methodik angewandt wird, wie man die Kosten über den Lebenszyklus des Projektes tatsächlich gut fassen und optimieren kann und wie wir das Thema Flexibilität und Umnutzungsfähigkeit entsprechend erhöhen können. Im Bereich Soziales, Sie sehen von der Gewichtung her der größte Bereich, weil der Mensch ja auch tatsächlich in den Innenräumen im Mittelpunkt steht, fokussieren wir auf oder bieten wir eigentlich relativ viele Themen an, sich entsprechend zu optimieren, von einer guten Innenraumluftqualität, die entsprechend bereitgestellt wird, über den akustischen Komfort, visuellen Komfort, aber auch schöne und gute Aufenthaltsqualitäten bereitzustellen. Wir schauen, dass die Menschen, die dort drin sind, gesundheitsfördernde Angebote erhalten und das Thema Barrierefreiheit, ein wirkliches Kernthema auf der DGNB, bieten wir eine entsprechende Belohnung an, wenn man sich gut darum kümmert. Hier, die mit den Stühlen gekennzeichneten Kriterien, sind all die Kriterien, in denen Möbel eine Rolle spielen. Sie sehen, das sind eigentlich fast alle,
Und in den folgenden Minuten möchte ich Ihnen gerne die Kriterien vorstellen mit einem Fokus auf die möbelrelevanten Aspekte. Bei der Qualität der Projektvorbereitung beispielsweise, dort fragen wir nach, ob die Auswahl der Mietfläche auch auf Nachhaltigkeitsaspekten getroffen wurde. Wir animieren dazu, ein Pflichtenheft zu erstellen, was auch die Nachhaltigkeit beinhaltet und so früh wie möglich mit dem Nutzer entsprechend die Maßnahmen zu besprechen und umzusetzen. Beim Thema Konzeptionierung und Voraussetzung für eine optimale Nutzung schauen wir uns an oder animieren dazu, dass entsprechend Mess- und Monitoring-Konzepte, Reinigungskonzepte, Konzepte zur Rückbaufreundlichkeit schon im Rahmen der Planung umgesetzt werden. Wichtig ist uns aber auch eine gute Dokumentation, was jetzt zum Beispiel die Materialien betrifft oder auch die Pläne an den tatsächlich ausgebauten Zustand. Bei dem Verfahren zur gestalterischen Qualität möchten wir dazu aufrufen, auch tatsächlich sich Innenarchitekten über alle Leistungsphasen hinweg zu leisten und das Planungsteam entsprechend auch auf gestalterische Themen hinzuweisen. Es wird bewertet beispielsweise, ob auch gestalterische Variantenuntersuchungen stattgefunden haben oder tatsächlich ein Verfahren zur Findung einer guten gestalterischen Qualität. Genau. Wenn wir jetzt in den ökologischen Bereich kommen, das Kriterium Umweltwirkung über den Lebenszyklus, da möchten wir zuallererst dazu aufrufen, eine Ökobilanz für den Ausbau und für die Möbel zu erstellen, weil nur darüber findet man tatsächlich die Option, die von der Wiege bis zur Bahre die beste Möglichkeit ökologisch darstellen und seine Lösung selbst entsprechend gut positionieren zu können. Wir haben für Büros einen 10-Jahres-Zyklus uns überlegt und für Shops einen 5-Jahre-Zyklus-Betrachtungszeitraum, der einfach dazu führt, dass beispielsweise auch die Entsorgung doch einen relativ hohen Anteil bekommt in der Betrachtung. Beim Thema Umweltwirkung über den Lebenszyklus für den Bereich Möbel möchten wir, dass sämtliche Möbel, also Tische, Rollcontainer, Stühle, Sessel, Sofas, auch die Stauraummöbel, Kücheneinrichtungen, wenn vorhanden, Theken oder Thekenelemente entsprechend betrachtet werden. Hier ist es uns erstmal wichtig, Transparenz zu schaffen. Wir bewerten hier noch nicht, wie hoch oder niedrig die Emissionen und Ressourcenbedarfe sind, sondern möchten erstmal eine Transparenz erhalten über die Höhe der die tatsächlichen Umweltwirkung. Alternativ, gerade für Möbel bestehen noch sehr wenig Ökobilanzdaten, haben wir eine Checkliste erarbeitet, die 2 Kategorien enthält und es erlaubt, sich daran zu orientieren, ob die Möbel bestimmte Eigenschaften enthalten oder darstellen, die ökobilanziell vorteilhaft, die wir als ökobilanziell vorteilhaft bewerten. Beispielsweise, ob es ein gebrauchtes Möbel ist oder bereits wiederverwendet wurde, es über CO2-neutrale Kompensationsmaßnahmen dann auch hergestellt wurde, ob es aus nachwachsenden Rohstoffen besteht, Nachhaltigkeitsanforderungen bereits über ein Zertifikat bereitstellt oder zum Beispiel aus recyceltem oder recyclingfähigem Material besteht. Die 2. Kategorie, da honorieren wir es, wenn es zum Beispiel dieses Möbel eine Umweltproduktdeklaration, also eine EPD hat oder leicht zu reparieren oder instand zu halten ist, eine lange Nutzungsdauer hat, schadstoffarm ausgeführt oder hergestellt wurde. Und ob an dessen Herstellung fast ausschließlich Firmen mit einem Umweltmanagementsystem beteiligt waren. Also ein handhabbarer Leitfaden für Hersteller von Möbeln, an denen Sie jetzt schon mal ablesen können, was uns tatsächlich auch wichtig ist.
Im Kriterium Risiken für die lokale Umwelt möchten wir erreichen, dass ein schad- und risikostoffarmer Ausbau und auch die Möbel in die Innenräume gebracht werden. Und als zweiten Aspekt schauen wir uns ein aktuell sehr unterrepräsentiertes Thema, nämlich die Kältemittelart an, ob sie mit teilhalogenierten oder halogenierten Stoffen umgesetzt wurde. Nun aber den Fokus auf die Möbel. Also wir schauen uns hier in dem Themenbereich, der wirklich auch sehr wichtig für uns ist, beispielsweise an, wie hoch die leichtflüchtigen organischen Kohlenwasserstoffe, also die VOC-Gehalt beispielsweise von Beschichtungen ist oder der Formaldehyd-Anteil oder zu erwartenden Emissionen der Möbel. Wir haben aber auch andere Themen, wie ob dort besonders besorgniserregende Stoffe enthalten sind, beispielsweise im Bereich Kunststoffe oder wie gesagt aromatenfreie und Lösemittel, niedrige Lösungen umgesetzt wurden. Also hieran kann man sich, wir haben eine sogenannte Kriterienmatrix entwickelt, welche sehr handfeste Antworten darauf gibt, welche Materialien und Produkte überhaupt relevant sind, auf welche Schadstoffe es ankommt und wo man die Informationen am Bauteil entsprechend herbekommt, am Bauteil oder am Möbel. Und für Möbel ist es uns in dem Kriterium wirklich, wir haben dort differenziert, in Möbel mit Emissionszertifikaten und ohne Emissionszertifikaten und welche mit werkseitiger Beschichtung und sind die Bauteile, interessieren die Bauteile, die flammhemmend ausgerüstet wurden und Bauteile aus Edelstahl und Aluminium und auch Polyurethanschaum. Und für diese Bauteile haben wir entsprechend Qualitätsstufen formuliert, die dort sehr handfest entsprechend der Themen, die ich vorher genannt habe, Hinweise geben, wo sich das Möbel entsprechend einsortieren kann. Die Inhalte beispielsweise bei Möbel- und Plattenwerkstoffen schauen wir uns VOC- und Formaldehyd-Thematik an. Bei Möbeltischen und Stühlen, ob dort eine Chrom-6-haltige Beschichtung ausgeführt wurde. Bei Textilien, Bezugsstoffen und Schaumstoffen, ob diese also flammhemmend mit Chlorparaffinen oder polybromierten Biphenylen umgesetzt wurden oder andere Substanzen, die entsprechend eingesetzt wurden. Bei Polstermöbel und Stühlen sind uns die Treibmittel, besonders bei den Schäumen natürlich interessieren diese, und auch, ob zinnorganische Verbindungen entsprechend verwendet wurden. Beim Thema umweltverträgliche Materialgewinnung für Holz und Naturstein ist es uns wichtig, die Herkunft der verwendeten Hölzer für den Ausbau und die Möbel dort drauf ein besonderes Augenmerk zu legen und auch die Herstellungsbedingungen von Naturstein. Beim Thema Holz haben wir beispielsweise uns dafür entschieden, eine zertifizierte Hölzer besonders oder den Einsatz von zertifizierten Hölzern zu belohnen, da diese Zertifikate relevante Nachhaltigkeitsaspekte, die uns wichtig sind, qualitätsgesichert darstellen. Aber auch die Regionalität ist uns wichtig, gerade im Bereich Holz, und belohnen quasi eine, je näher die Dinge entsprechend verwendet werden, also regionale Hölzer, dafür geben wir entsprechend Punkte. Im Bereich Naturstein achten wir besonders auf eher sozial relevante Aspekte wie den Ausschluss von Kinder- und Zwangsarbeit. Im Bereich Energieeffizienz und Klimaschutz ist uns gerade im Bereich Innenräume besonders wichtig, dass zuallererst mal eine Datentransparenz über den Energiebedarf geschaffen wird, ob ein Energiekonzept zur Reduzierung des Energiebedarfs auch tatsächlich umgesetzt wurde, ob Ökostrom eingesetzt wird und, wenn ganz, ganz toll geplant wurde, ob beispielsweise auch ein klimaneutraler Ausbau angestrebt wurde, also die CO2-Emissionen von der Herstellung bis zum Lebensende gleich null sind. Das funktioniert natürlich nur über Kompensationsmaßnahmen, aber das ist ein Weg, den wir mit einer bestimmten Qualität auch verbinden und vorantreiben möchten.
Für Möbel bedeutet das, ob beispielsweise, wenn auch die im Bereich klimaneutraler Ausbau die CO2-Äquivalente mindestens berechnet werden und über Anbieter ausgeglichen werden. Im Bereich ökonomische Qualität schauen wir uns die Kosten über den Lebenszyklus an, also ob eine Lebenszykluskostenrechnung inklusive Ausbau und Möbel und Energiebedarf durchgeführt wurde, ob dort auch Varianten gerechnet wurden zur Optimierung und vielleicht auch Benchmarks genutzt wurden. Wir schauen uns da, wie gesagt, auch bei den Herstellungskosten die Möbel an, schauen uns auch an, ob die Reinigung und Pflege beispielsweise, wie viel sie kostet und wie hoch eine Entsorgung beispielsweise der Möbel, aber auch des Ausbaus zu erwarten sind. Das Thema Flexibilität und Umnutzungsfähigkeit bewertet, ob eine Änderungsmöglichkeit beispielsweise der Raumtypologie beachtet wurde, Multifunktionsbereiche umgesetzt wurden, Arbeitsplatzkonzepte sich auf Wirtschaftlichkeit berufen und auch zum Beispiel modulare Möbel eingesetzt wurden, die nicht nur auf den einen Raum, im einen Raum eingesetzt werden können, sondern in vielen anderen Bereichen. Wie gesagt, für Möbel wichtig, ob die Möbel, wir fragen dort ab, ob die Möbel modular aufgebaut und somit flexibel im Sinne der Erweiterbarkeit und Veränderbarkeit sind. Für das Thema Innenraumluftqualität ist es uns wichtig, dass wir wirklich entweder auf der einen Seite erreichen, dass eine Raumluftmessung beispielsweise mit sehr niedrigen Werten für die Themen Formaldehyd, TVOC und weitere Einzelparameter erreicht wurden. Also Ziel, und das kann hergestellt werden über eine Wahl von emissionsarmen Bauprodukten und Möbeln. Andere Themen sind uns in dem Bereich aber auch wichtig, nämlich die CO2-Gehalte, die Lüftungsraten, Nichtraucherschutz und auch der Feuchtegehalt. Was bedeutet jetzt aber die Innenraumlufthygiene für die Möbel? Wie gesagt, wir messen TVOC, Formaldehyd oder wir bewerten die Messung von diesen Werten auf Überschreitung von bestimmten Zielwerten oder Grenzwerten inklusive der Möblierung. Beim akustischen Komfort schauen wir uns an, wie die Raumakustik entsprechend umgesetzt wurde, ob zum Beispiel Berechnungen für unterschiedliche Raumtypologien durchgeführt wurden, um einen maximalen akustischen Komfort zu gewährleisten. Und dort werden auch die Möbel entsprechend oder können die Möbel eine Rolle spielen, aber viel stärker ist es doch oft der Ausbau. Beim visuellen Komfort sind wir davon überzeugt, dass eine Blendfreiheit auch bei guter Tageslichtnutzung ein wichtiges Komfortthema ist und wie gut die Qualität des Kunstlichtes ist. Und da sind wir auch ganz speziell beispielsweise beim Thema Kunstlicht, dass wir dort Aspekte anschauen, wie der Farbwiedergabeindex ist, die Beleuchtungsstärken und die Anpassbarkeit der Beleuchtungsstärken und auch die Lichtfarbe. Im Bereich Aufenthaltsqualitäten sind wir sehr, qualitativ bieten wir dort Möglichkeiten an, sich zu optimieren. Beispielsweise fragen wir, ob Gemeinschaftsanlagen vorhanden sind, ob die Versorgungs- und Freizeitangebote auch auf den Flächen beispielsweise umgesetzt wurden, ob das Thema Familienfreundlichkeit bei der Planung eine Rolle gespielt hat, Gestaltung oder innovative Raumkonzepte oder falls vorhanden sogar Außenanlagen entsprechend so gestaltet wurden, dass sie zum Verweilen und Kommunizieren einladen. Für die Möblierung ist da beispielsweise das Thema Gestaltung eine relevante Idee, die wir vorantreiben möchten, um den ästhetischen Wert voranzutreiben, und Licht und Farbe, das wissen wir, spielt eine wichtige Rolle und möchten damit quasi eine umfassende, integrierte gestalterische Konzeption inklusive der Möbel vorantreiben. Bei den Außenbereichen, da schauen wir uns an, ob, falls diese vorhanden sind, auch entsprechende Ausstattungselemente vorhanden sind, die teilweise natürlich auch mit Möbeln umgesetzt werden können.
Im Bereich gesundheitsfördernde Angebote schauen wir uns zum einen an, ob im Bereich Arbeitsplatz und Raumabmessung da entsprechend Wert drauf gelegt wurde, es für die Nutzer komfortabel und ergonomisch wie möglich umzusetzen, aber auch, ob eine Bewegungsförderung eigentlich durch die Gestaltung stattfindet. Also das kann über die Grundrissgestaltung geschehen oder auch natürlich über ganz individuell in der Höhe verstellbare Schreibtische beispielsweise. Aber auch ergonomische Möbel und die Inneneinrichtungen sind uns entsprechend wichtig, was zum Beispiel bedeuten kann, wie gesagt, ob die Bürostühle leicht zu handhaben sind, ob auch die Konferenzstühle entsprechend individuell anpassbar sind, Schreibtische einstellbar sind oder auch bei stehenden Tätigkeiten Stehpulte, Schreibtische, Anlehnhilfen, aber auch ganz wichtig, die Fußbodenbeschaffenheit, die Arbeiten unterstützen. Das Thema Barrierefreiheit, unser letztes soziokulturelles Kriterium, fordert zum einen natürlich einen barrierefreien Zugang überhaupt zur Fläche und wir schauen uns dann auch den Grad der Barrierefreiheit des Ausbaus an und ob entsprechende Sanitäreinrichtungen umgesetzt wurden. Ein wichtiges Thema gerade bei diesen kurzen Nutzungsdauern ist natürlich auch die Rückbau- und Recyclingfreundlichkeit, die sowohl die Ausbaumaterialien als auch die Möbel betreffen. Also beispielsweise, ob auf Wiederverwendung Wert gelegt wurde, ob Hersteller ausgewählt wurden, die ein Rücknahmeprogramm auch anbieten oder ob das Produkt bereits aus rezyklierten Materialien besteht, ob die Materialien sich weiterverwenden lassen oder verwerten lassen und überhaupt auch eine demontagefreundliche Konstruktion gewählt wurde. Und auch um das Ganze wieder handhabbar zu machen, haben wir eine Liste entwickelt, an der sich Eigenschaften von Möbeln dann entsprechend ablesen lassen, ob sie diese erfüllen, also beispielsweise, wenn das Möbel gebraucht oder wiederverwendet ist, lässt sich das entsprechend positiv darstellen oder ein Rücknahmeprogramm bereitgestellt wurde, ein Möbelleasing beispielsweise umgesetzt wurde oder zu über 90% aus Recyclingmaterial besteht oder entsprechend von Nachhaltigkeitsanforderungen bereits zertifiziert wurde. Wenn man alles richtig gemacht hat oder fast richtig gemacht hat, wir wissen auch, dass eine 100% Bewertung nicht möglich ist, weil wir natürlich auch konkurrierende Kriterien im System verortet haben, so ist es nun mal, aber entsprechend, wenn man alles richtig gemacht hat, bekommt man dann ein Zertifikat für den Innenausbau entsprechend der Zertifikatsfarbe des Gesamterfüllungsgrads. In den kommenden Monaten werden wir die Bewertungskriterien also anhand von realen Projekten nochmals auf den Prüfstand stellen. Nach 3 begleitenden Workshops bitten wir, die Projekte bis Ende Juni sie zur Zertifizierung einzureichen. Alles daraus Gelernte würden wir gerne in einer optimierten Version rechtzeitig zur Expo Real 2017 auf den Markt bringen. Das heutige Webinar für Bauprodukte und Möbelhersteller finden Sie in Kürze auf unserem DGNB-Kanal auf YouTube. Bei der Mitgliederversammlung in Berlin am 28. Juli werden wir dann die Ergebnisse der Erstanwendungsphase nochmal kurz vorstellen. Natürlich halten wir Sie aber auch über unsere Newsletter und Social-Media-Kanäle wie immer auf dem Laufenden. Die 3 begleitenden Workshops möchten wir gerne nicht nur nutzen, um die Kriterien weiterzuentwickeln, sondern auch, um Sie für den Zertifizierungsmarkt zu rüsten. Daher bieten wir allen teilnehmenden Consultants die Möglichkeit, an ein Projekt selbst und ohne Betreuung durch einen Auditor einzureichen. Die Teilnahme an den begleitenden Workshops ist in diesem Fall verpflichtend. Auditoren, die Projekte innerhalb der Erstanwendungsphase einreichen, sind mehr als willkommen, sich hier ebenfalls einzubringen. Nun nochmal zurück zu den Vorteilen und Planern. Wir hoffen, dass wir Sie überzeugen konnten davon, dass mit unserem neuen Leitfaden auch Sie die Möglichkeit haben,
ihre Reputation als Hersteller zu erhöhen, dass sie auch wissen, dass sie mit der DGNB einen starken Partner an der Seite haben, der ihnen hilft, zukünftige Risiken erfolgreich zu managen, sei es was beispielsweise kommende Schadstoffthematiken oder auch das Thema Folgekosten bei ihren Kunden betrifft. Wir hoffen auch, dass Sie sehen konnten, dass wir das Thema Kostenreduktion und entsprechend auf dem Schirm haben. Wichtig ist uns auch dabei, beispielsweise Ihre internen Kosten. Das heißt, wenn Ihre Kunden fragen, was machen Sie denn so im Bereich nachhaltiges Bauen oder was machen Sie denn zur Nachhaltigkeit, können Sie, wenn Sie sich an unserem Leitfaden orientieren, einfach auch die Definition nehmen und Ihrem Kunden entsprechend anbieten, dass Ihre Lösungen, die Sie entwickelt haben, sei es nun, ob das das Thema Rückbaubarkeit oder Umweltwirkungen, Schad- und Risikostoffe oder Flexibilität, Ergonomie entsprechend auf dem Schirm haben und umgesetzt haben. Und ich hoffe auch, dass Sie sehen konnten, dass wir gemeinsam davon überzeugt sind, dass sich durch Nachhaltigkeit Werte steigern lassen, also auf den Flächen ein geringerer Leerstand beispielsweise herrscht oder höherer Umsatz gemacht wird. Wir wissen aber auch, dass sich Werte über eine langlebige Einrichtung und auch entsprechend der Möblierung bereitstellen lassen. Gemeinsam haben wir jetzt diesen Standard für nachhaltige Innenräume entwickelt und möchten Sie gerne auch nochmal dazu aufrufen, sich jetzt hier entsprechend zu engagieren. Sie können entsprechend diese Leitfaden auch nutzen, Ihre internen Prozesse zu optimieren, sich selbst als Unternehmen entsprechend auszurichten. Sie dürfen auch gerne noch mitgestalten im Rahmen unserer Angebote. Und wenn Sie noch an der Pilotphase teilnehmen möchten oder Ihre Kunden davon überzeugen möchten, an der Pilotphase teilzunehmen, sind auch diese noch herzlich eingeladen. Und wenn Sie selber sagen, aha, die DGNB und deren Ausbildungs- oder Akademieangebote interessiert mich, dann können Sie natürlich auch Ihre talentierten Mitarbeiter gerne auch zu einer sinnvollen und nachhaltigen Weiterentwicklung bei uns vorstellig machen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihr Interesse. Es tut mir nochmal leid, dass wir am Anfang ein paar technische Probleme hatten. Wir stehen Ihnen jetzt noch für die nächste halbe Stunde gerne für Fragen bereit. Wir können das gerne auch, wir sind 17 Teilnehmer, wir können Sie gerne freischalten, dass Sie etwas sagen können. Sie müssten dazu nur das Handzeichen nutzen, wenn Sie das können. Ich muss gerade mal schauen oder uns in der Chatnachricht etwas reinschreiben. Wir lesen das dann. Und ansonsten sehen Sie unsere Kontaktadressen. Sie können uns auch gerne anrufen, E-Mail schreiben, wie Sie möchten. Und damit bedanke ich mich jetzt erstmal von meiner Seite. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Die Stimme hat durchgehalten. Die Stimme ist noch ein bisschen da. Ich sehe gerade, Frau Mix hat grüßt uns alle in die Runde. Frau Mix, soll ich Sie freischalten, damit Sie mit uns reden können? Machen wir das mal. Hallo, Frau Mix. Hallo zusammen. Ich habe eine Frage. Und zwar gibt es ja, wenn, also jetzt zum Beispiel für Bürogebäude, nach 10 Jahren würde das Zertifikat ablaufen. Und dann gibt es ja die Möglichkeit einer Rezertifizierung. Was würde die denn nochmal kosten? Bei der Rezertifizierung sind wir noch nicht ganz so weit. Wir wollen in der ersten Anwendungsphase es erstmal auf den Weg bringen. Für uns ist wichtig, dass wir eine Rezertifizierung so leicht wie möglich machen. Das heißt, für den Fall, dass nichts umgebaut wird und auch nichts geändert wurde, sollte das mit relativ wenig, fast keinem Aufwand möglich sein, das zu machen. Und für den Fall, dass kleine Änderungen vorgenommen werden, sehen wir vor, dass also auch nur diese Maßnahmen bei der DGNB wieder eingereicht und begründet werden, die dann auch wirklich verändert wurden. Aber also die genauen Kosten, soweit sind wir jetzt nicht. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Super, vielen Dank.
Sie können sich da vielleicht bei den Rezertifizierungskosten an Gebäude im Betrieb orientieren. Also da sehen Sie auch, dass sie sehr viel geringer ausfallen als jetzt bei der Erstzertifizierung. Der Herr genau. Genau. Haben Sie sonst noch Fragen? Danke, nein, erstmal nicht. Okay. Der Herr Gröbler hat gerade gefragt, wie das Thema Leasing im System bewertet wird. Sie hatten es gerade, ich hoffe gerade, es eigentlich schon gesagt zu haben, im Bereich Tech 1 oder im Kriterium Tech 1.6, also Recycling und Rückbaufreundlichkeit, da ist das ein Aspekt, über den man entsprechend nachweisen kann, dass das Produkt, was dort eingesetzt wird, ja eine hohe Qualität besitzt. Also ganz einfach genannt, Leasing ist eine gute Option, zur höchsten Qualitätsstufe zu kommen. Wir teilen auch gerne die Präsentation. Ja, schicken wir Ihnen gerne mit im Nachgang. Weitere Fragen? Anmerkungen? So, wenn momentan keine Fragen mit der ganzen Gruppe geteilt werden wollen, dann können Sie uns gerne auch noch anrufen oder eine E-Mail schreiben. Die Kontaktdaten stehen hier noch auf dem Bildschirm. Dann würde ich sagen, genau, wir lassen den Bildschirm jetzt erst noch mal auch noch eine Weile so stehen, damit Sie noch schnell einen Stift holen können und mitschreiben können. Ansonsten können Sie uns auch auf der Homepage finden. Genau. Genau. Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme und Ihr Interesse. Und wir freuen uns, wenn wir damit Ihr Interesse auch geweckt haben und Sie gerne mit uns dann auch in Kontakt kommen können. Vielen Dank. Ja, Dankeschön. Bis zum nächsten Mal.